Ich bring Mikkel jetzt wieder zurück und bring alles wieder in Ordnung. Hast du schon noch nicht verstanden? Wenn du Mikkel jetzt zurückbringst, dann greifst du in den Lauf der Dinge ein. Dein Vater lernt deine Mutter nicht kennen. Sie verlieben sich nicht. Sie heiraten nicht. Und du? Du wirst nicht geboren. Bringst du ihn jetzt zurück, dann löschst du deine eigene Existenz aus. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer als du denkst. Aber jede Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Ein Leben für ein Leben. Wofür wirst du dich entscheiden? Ich weiß, es klingt bescheuert. Aber welches Jahr denn? 86. Wo ist mein Sohn?